Ja, ich bin Antje Ernst und ich heiße Sie herzlich willkommen hier in der Feldhof Filzwelt. Ich bin ehrenamtliche Direktorin der Stiftung Spiel, die die Filzwelt konzipiert hat, und im laufenden Betrieb bin ich ein bisschen Mädchen für alles. Und ich bin in doppelter Hinsicht Partner. Ich bin auch ehrenamtlich Direktor der Stiftung Spiel, aber eben auch Ehemann von Antje Ernst, und ich heiße Matthias Ernst. An der Fußgängerzone gibt es die Feldhof Filzwelt Soltau seit 2015. Und das Besondere ist, wenn man auf Soltau blickt, dass mitten im Zentrum eine große historische Industrieanlage sich befindet. Und das alte Lagerhaus der Filzfabrik, was direkt an die Marktstraße, die Hauptfußgängerzone, grenzt, das ist eine Kultur- und Bildungseinrichtung geworden, die versucht, das Thema Filz in all seinen Facetten zu bespielen, darzustellen, lebendig einem breiten Publikum zu vermitteln. Wenn man in die Filzwelt hineinkommt, dann betritt man eine Art Bazar, eine offene Marktsituation. Man kann sich da hinsetzen, mit oder ohne Verzehr. Man kann die verschiedensten Filzprodukte erkunden und ausprobieren. Wir haben den Weltladen von Soltau mit untergebracht, wo über 50 Ehrenamtliche aktiv sind. Und man findet von der Mongolei bis Soltauer Filz das ganze Spektrum der Produkte. Wir sind eigentlich eher zufällig bzw. auf Umwegen zu dem Thema Filz gekommen, nämlich über das Spielzeug. Wir haben in der Stiftung Spiel eine wunderbare Sammlung an Filzspielzeugen. Und als ich abzeichnete, dass dieses Gebäude hier, das frühere Lagerhaus, umgewandelt werden sollte in ein Kultur- und Bildungszentrum, da haben wir uns in dieses Thema vertieft, und die Begeisterung, die wir dabei entdeckt haben für dieses Material, die möchten wir gerne weitergeben an die Besucher, weil wir selber überrascht waren, wie vielfältig, wie facettenreich dieses Material ist, wo es überall drin steckt. Und das ist auch eine der Erfahrungen, die unsere Besucher hier machen, dass sie rausgehen und sagen: Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht. Und filzen kann jeder, das ist das Tolle. Also die Wolle beißt nicht, da kann man sich nicht bei verletzen, und es entsteht immer etwas Schönes. Also gibt es kein richtig oder falsch, und man kann mit den Händen arbeiten, mit den Füßen, man kann aber auch unter dem Sattel als Reiter filzend wie ein Nomade das Ganze vorantreiben, und das ist wirklich etwas Tolles. Hier kann jeder aktiv und produktiv werden, etwas hervorbringen, was dann auch ganz persönlich ein Ergebnis darstellt. Also man kann selbst bei einem einfachen Filzball das Ergebnis nicht exakt wiederholen. Es ist immer individuell, was dort entsteht. Spiel ist ein wunderbares Grundmotiv, denn jeder Mensch möchte spielen. Wir sind alle irgendwo Homo Ludens, das heißt, haben Spaß daran, Dinge zu entdecken, uns die Freiheit zu nehmen, eigene Regeln zu setzen. Wir lieben den Wettbewerb, wir wollen Geschicklichkeit testen. Das Tolle ist, beim Spiel wird auch wie nebenbei auf eine besonders leichte Art und Weise etwas vermittelt. Wir entdecken Neues für uns. Und bei der Filzwelt kommt natürlich das Kreative ganz stark hinein, dass man auch Techniken erlernt, dass man plötzlich sieht, ne, mit Wolle zu arbeiten, das macht Spaß, und dabei können die unterschiedlichsten Dinge in verschiedenen Techniken auch entstehen. Den spielerischen Ansatz, den haben wir mitgenommen in die Filzwelt. Der Ansatz ist, dass ganz unterschiedliche Besuchergruppen hier auf ihre Kosten kommen sollen. Wir haben hier also im Haus nicht nur Dinge, die man anschauen kann, man sieht nicht nur, was aus Filz wird, sondern man kann mit Filz spielen. Das ist gerade im ersten Stockwerk ein großes Thema. Man kann hangeln und rutschen und Spuren legen und sich verstecken und Eigenschaften austesten. Wir haben eine Etage, wo wir die Anwendungen zeigen, und die Etage, in der wir jetzt gerade hier stehen, das ist die Produktionsetage. Da geht es darum, wie Filz hergestellt wird, was das eigentlich für ein Stoff ist, was es mit der industriellen Herstellung hier vor Ort auf sich hat, aber auch, wie man das selber ganz handwerklich, handgreiflich ausprobieren kann. Und das geht auf ganz unterschiedliche Weise, nass mit Wasser und Seife oder aber trocken mit einer ganz besonderen Nadel. Das ist das, was wir hier gerade machen. Eine Filznadel mit kleinen Widerhaken erlaubt es, Wollbäusche zu modellieren und Figuren daraus zu machen, oder wenn man sehr geübt ist und lange Ausdauer hat, auch tatsächlich richtige kleine Skulpturen.
Ja, und bei Wolle sind wir ja mitten bei unserem tollen Thema, auch für die Lüneburger Heide. Denn hier gibt es die Heidschnuckenwolle, also auf den Tieren sitzend, die ganz vegetarisch korrekt abgenommen werden kann, ohne dass Tiere zu schlachten sind. Und August Röders hat im 19. Jahrhundert genau mit Heidschnuckenwolle begonnen. Damit hat er die ersten Pantoffeln produziert, aber auch Strümpfe stricken lassen. Das ist ein bisschen kratzig vielleicht, aber ein wunderbar robustes Material, und was eine ganz besondere Haptik hat. Und dieses wollig-wohlige, also dieses schöne Anfühlen, das Anschmiegsame von Wolle, von Filz, das ist ja wirklich etwas ganz Tolles. Und wir lieben es natürlich hier auch, lokale Produkte anzubieten und gleichzeitig zu wissen, Filz ist ein weltumspannendes Thema. Also ob man nach Asien blickt und an die mongolische Jurte denkt oder an einen Hirtenmantel aus Anatolien, es ist ein Thema, was ganz unterschiedliche Kulturen auch zusammenbringt. Verschiedene Besucher haben besondere Lieblingsstellen hier bei uns in der Filzwelt. Und ich glaube, der Favorit der Familien ist das erste Obergeschoss, wo die Kinder mit Riesenspaß sich verstecken und rumrennen, fangen, spielen. Und die Eltern derweil ganz entspannt in der Schaukelkugel hängen und das ganze lustige Treiben beobachten können. Und mitten auf der Spielebene gibt es ein stark stilisiertes Schiff, in das man aber hineingehen kann. Das ist ein Dämmerbereich, da kann man sich durchtasten und in der Dunkelheit kann man dann filzige Tiere entdecken und man bekommt die Geschichte der Sintflut erzählt unter Filzvorzeichen. Das Spannende ist, es gibt die große Überlieferung, dass der erste Filz der Welt in der Arche während der Sintflut entstanden ist. Ganz einfache Vorstellung, da stehen die Tiere unter Deck dicht beieinander, sie produzieren Hitze und Feuchtigkeit, sie müssen sich bewegen, zum Beispiel mit den Hufen hin und her trampeln, und das Ergebnis, man kann sich es leicht vorstellen, als dann wieder Land vor Augen ist, die Tiere ausziehen, findet die Familie von Noah den ersten großen Filzteppich der Welt. Weil für Filz braucht man nur Wolle, ganz egal von welchem Tier, also Haare genau genommen, Feuchtigkeit und Energie, das ist es. Man braucht kein Werkzeug, keine besonderen Hilfsmittel, chemischen Zusätze, was auch immer. Und deswegen ist wirklich auch Filz menschheitsbegleitend seit Jahrtausenden. Filzen kann man auch super als Gemeinschaftsprojekt, und wir stehen hier direkt neben einer großen Kugel, die wir ganz kahl mit der Lüneburger Heide auf die Grüne Woche nach Berlin geschickt haben. Und so bunt ist sie zurückgekommen. Besucher haben einfach mit verschiedenen Wollbäuschen hier ihre Ideen verwirklicht. Manche sind wenige Minuten dabei geblieben, manche ganz ausdauernd. Und so entsteht filzend mit der Nadel eine bunte Fantasiekugel, ein Gemeinschaftswerk. Die Filzwelt ist kein klassisches Museum. Es gibt zwar Objekte hinter Glas, also historische Exponate, aber fast alles darf angefasst und auch aufgesetzt, ausprobiert werden. Und ganz beliebt sind Hüte in ganz verschiedenen Formen, also von der jodeligen Trachtenvariante bis hin zu Australien. Crocodile Dundee lässt grüßen, oder eben auch Formen, die sich verändern können. Auch da ist viel Spaß angesagt und auch Raum für pfiffige Designerideen. Zu meinen Lieblingsprodukten gehören Sitzkissen aus Heidschnuckenwolle gefilzt, hier bei der Gebrüder Röders AG. Das ist eine Idee des Vereins Naturschutzpark. Was kann man mit der Heidschnuckenwolle machen? Da gibt es viele innovative Konzepte, und eine Möglichkeit ist mal wieder zu filzen. Und das sind so ganz feste Materialien, wunderbar geeignet, um zum Beispiel Gartenmöbel auszustatten. Und das ist ein Produkt, was mir persönlich besonders gefällt. Bisschen filigraner und bunter ist Filzschmuck, beziehungsweise Schmuck, in den Filz eingearbeitet ist. Da trägt man ein Stückchen Soltau am Finger oder am Hals. Da sind auch ganz kreative Möglichkeiten. Da steht viel zur Auswahl, auch was ganz Besonderes.